So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1, die mündliche Fragestunde. Und wir beginnen mit der Frage 759, Herr Abg. Merz. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie das Projekt Unser Forschungsraum des Bezirksvereins Mittelhessen des Verbands Deutscher Ingenieure? Herr Kultusminister. Herr Abg. Merz, das Konzept für unser Forschungsraum ist dem Kultusministerium nicht in jedem Detail bekannt. Die dazu veröffentlichten Informationen auf der Homepage des Bezirksvereins Mittelhessen des Verbands Deutscher Ingenieure deuten allerdings darauf hin, dass es sich um ein Projekt handelt, das den Grundschulen vor Ort Unterstützung und Anregung für das Experimentieren mit Alltagsbezug bietet. Es werden Forscherräume gestaltet und mit Utensilien zum Experimentieren ausgestattet. Ziel ist, dass die Kinder Experimente planen und umsetzen, gewonnene Erkenntnisse auf Plakaten wiedergeben und über Ergebnisse kommunizieren. Eine Erstausstattung ist für alle Schulen gleich und bietet unterschiedliche Module und Experimentierkoffer an. Die Wetzbachtalschule, die dieses Projekt durchführt, in Nauborn und Schwalbach bzw. Wetzlar-Nauborn, hat uns auch bestätigt, dass sie sehr gut und erfolgreich damit arbeitet. Das Kultusministerium begrüßt daher das Engagement des Bezirksvereins Mittelhessen des Verbands Deutscher Ingenieure. Ich möchte jedoch auch betonen, es liegt in der Verantwortung der einzelnen Schule vor Ort, ob sie eine solche Kooperation eingehen und das entsprechende Angebot annehmen möchte. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, dass sich der Bezirksverband nie um Unterstützung an das Kultusministerium gewandt hat? Herr Staatsminister. Das trifft zu, ja. Und noch einmal Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Dann frage ich jetzt einmal stellvertretend, Herr Minister, könnten Sie sich eine Unterstützung durch beispielsweise Zuweisung von Stunden vorstellen? Herr Staatsminister Professor Dr. Lörth. Herr Abgeordneter, Sie werden es mir nicht übel nehmen, wenn ich diese Frage nicht hier aus der Hand mit Ja oder Nein beantworten werde. Aber selbstverständlich steht es dem Verband Deutscher Ingenieure frei, wenn er das möchte. Das möchte auch nicht jeder der Verbände, die solche Projekte durchführen, sich deswegen mit uns in Verbindung zu setzen. Und dann werden wir das auch mit entsprechendem Wohlwollen prüfen. Dann rufe ich auf die Frage 760, Frau Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern und Verwertungsgesellschaft Wort, VG Wort vom 22. bzw. 28. September 2016? Herr Wissenschaftsminister Boris Rhein. Verehrte Frau Abgeordnete Dr. Sommer, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst muss man festhalten, dass der Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern und der VG Wort, der vom 22. bzw. 28. September 2016 stammt und die damit darin vereinbarte Einzelerfassung und Vergütung die derzeitige Rechtslage im Urheberrecht widerspiegelt. Der Bundesgerichtshof hat dann in seinem Urteil vom 20. März 2013 festgelegt, dass die VG Wort einen Anspruch auf einzelne Erfassung der Nutzung urheberrechtlichen Materials für Zwecke des Unterrichts an Hochschulen habe, um die nach 52a, § 52a zu zahlenden Vergütungen berechnen zu können. Und trotzdem trifft es natürlich zu, dass die Einzelerfassung für die Hochschulen, ich finde, das ist sehr nachvollziehbar, sehr aufwendig und damit natürlich auch sehr problematisch ist. Das hat dann im vergangenen Jahr dazu geführt, dass die hessischen Hochschulen, ich füge aber hinzu, das gilt auch für die Mehrzahl der anderen Hochschulen bundesweit, diesem Rahmenvertrag nicht beigetreten sind und stattdessen auf eine Nutzung der Materialien in den digitalen Semesterapparaten verzichten wollten. Die Kultusministerkonferenz, die Hochschulrektorenkonferenz und die VG Wort haben sich dann in einer Grundsatzvereinbarung kurz vor Weihnachten 2016, nämlich am 22.12.2016, geeinigt, bis Ende September 2017 in einer Arbeitsgruppe ein praktikables Verfahren zu entwickeln. Bis dahin
werden etwaig anfallende Vergütungen, wie das auch in der Vergangenheit ja der Fall gewesen ist, pauschal abgegolten. Damit ist im Moment jedenfalls sichergestellt, dass die hessischen Hochschulen weiterhin ihre digitalen Semesterapparate den Studierenden zur Verfügung stellen können. Das begrüßt die Landesregierung ausdrücklich und verbindet damit die Erwartung, dass ein Kostenmodell gefunden werden kann, das den berechtigten Ansprüchen aller Beteiligten genügt. Ich füge hinzu, dass derzeit im Bundesrat ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, wie Sie wissen, vorliegt, der eine pauschale Vergütung oder eine Vergütung auf der Basis von sogenannten repräsentativen Stichproben vorsieht. Dies würde die Vergütung urheberrechtlicher Ansprüche für die Hochschulen vereinbaren. Allerdings muss man natürlich auch mit Blick auf den Jahreskalender damit das Gesetzgebungsverfahren des Bundestages abwarten. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Vielen Dank, Herr Minister. Sie haben es gerade schon angesprochen, den Gesetzentwurf. Und Sie haben auch die AG angesprochen, wo eine praktikable, sachgerechte Lösung gefunden werden soll. Wie sieht denn eine praktikable, sachgerechte Lösung aus Ihrer Sicht aus, damit Hochschulen bzw. Studierenden in ihrer Lerntätigkeit nicht ins prädigitale Zeitalter versetzt werden? Herr Minister Rhein. Nun, jetzt haben wir natürlich, ich sage mal, zwei parallele Abläufe. Einmal das Gesetzgebungsverfahren, zum anderen das Verfahren, das wir im Rahmen dieser AG besprochen haben. Natürlich wollen wir umsetzen bzw. durchsetzen, dass das, was derzeitiger Stand ist, auch so bleibt. Das ist das, was die Hochschulen brauchen. Ich füge hinzu, die Verhandlungen führen wir natürlich sicherheitshalber weiter mit Blick auf die Beratungen des Bundestages und was dann alles noch auf Bundesebene geschehen kann. Nichtsdestotrotz, das haben wir auch in unseren Stellungnahmen so deutlich gemacht, ist das, was im Gesetz festgehalten wurde oder was im Gesetzentwurf aufgeschrieben wurde, durchaus eine praktikable Lösung. Weitere Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Sie haben vorhin die Einzelerfassung angesprochen. Das wäre ja ein hoher Aufwand für die Hochschulen, das abzurechnen. Was bedeutet das für die Overhead-Kosten für hessische Hochschulen? Eine Einzelabrechnung würde für die Overhead-Kosten, wenn Sie es so nennen wollen, der hessischen Hochschulen enormen Aufwand nicht nur bedeuten, sondern natürlich auch erhebliche Kosten verursachen, alleine auch in technischer Hinsicht verursachen. Da gibt es ganz interessante Aussagen, beispielsweise von Herrn Professor Schleif, dem Vizepräsidenten der Goethe-Universität, der mal dargestellt hat, ist in einem ganz interessanten Interview von ihm nachlesbar, was das auch für Schulungen, was das für Support an Investitionen bedeuten würde, was das für Investitionen bzw. Aufwand in der Verwaltung bedeuten würde. Da kommt ja noch hinzu die Frage, man müsste auch nach Fachbereichen getrennt abrechnen. Und insoweit sagen wir natürlich sehr deutlich, das, was für eine solche Einzelabrechnung am Ende rauskommt, man muss ja durchaus, ich will es mal so rumformulieren, wenn man über das Thema spricht, schlagen in meiner Brust natürlich zwei Herzen. Allerdings das, was dabei am Ende rauskommt bei einer Einzelabrechnung, ich glaube, dass der zeitliche und der finanzielle Aufwand vollständig unverhältnismäßig ist, ganz abgesehen von dem technischen Aufwand, der geleistet werden muss. Und im Übrigen, auch das muss man vielleicht hinzufügen, hier kann man mit Technik nicht alles auffangen, denn die wesentliche Arbeit ist ja die Recherche. Und insoweit ist das jedenfalls aus Hochschulsicht und auch aus Sicht der zuständigen Ministerien nicht praktikabel. Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage 761, Herr Dr. Hahn. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie ein E-Government-Gesetz für Hessen, das bereits seit Mitte des Jahres 2015 angekündigt ist, vorlegen? Herr Innenminister Beuth.
Herr Abgeordneter, der Entwurf eines Gesetzes zum Schutz und zur Förderung der elektronischen Verwaltung und zur Änderung weiterer Gesetze, Hessisches E-Government-Gesetz, befindet sich zurzeit in der Ressortabstimmung. Es ist beabsichtigt, das Gesetz Anfang 2018 dem Landtag vorzulegen. Entschuldigung. Zusatzfrage, Herr Dr. Hahn. Es käme dann zur ersten Lesung, Herr Minister. Halt. Ist der Abstimmungsprozess mit den Kommunalen Spitzenverbänden bereits abgeschlossen? Herr Minister. Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand nicht sagen. Wir sind im Moment in der Ressortabstimmung. Das heißt, wir laufen auf den ersten Kabinettsdurchgang zu. Und danach, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf in Erinnerung habe, müsste dann die Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden auch erfolgen. Danke. Frage 763, Herr Abgeordneter Rentsch. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich übernehme gerne für den Kollegen Rentsch. Ich frage die Landesregierung, wann hat die Hausspitze des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zuletzt Gespräche mit dem Unternehmensberater Joschka Fischer geführt? Sehr geehrter Herr Abgeordneter Lenders, in Vertretung für den Abgeordneten Rentsch. Ich habe mich in den letzten Jahren bei verschiedenen Gelegenheiten zu ganz unterschiedlichen Themen mit Joschka Fischer ausgetauscht. Aus Fragen, die die FDP-Fraktion an anderer Stelle gestellt hat, erahne ich, dass Ihre heutige Frage im Kontext der Diskussion über eine mögliche Börsenfusion steht. Und dazu kann ich Ihnen sagen, ich habe nicht mit Joschka Fischer über eine mögliche Börsenfusion gesprochen und Staatssekretär Samson auch nicht. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Lenders. Die hat der Staatsminister jetzt schon beantwortet, ob denn Gegenstand dieser Gespräche auch die Fusion der deutschen Börse mit der Londoner war. Also, Sie schließen das an dieser Stelle definitiv aus, dass es da diese Gespräche gegeben hat. Herr Minister Al-Wazir. Das war zwar keine Frage, aber ich habe sie schon beantwortet. Und wir haben es verstanden. Okay. Ich komme zu Frage 764, Frau Kollegin Alex. Ich frage die Landesregierung. Handelt es sich nach Ihrer Auffassung bei der Zurverfügungstellung eines Opel Zafira Touran durch die Firma Opel für die Stiftung Miteinander in Hessen um eine zur Nutzung überlassene Sachzuwendung? Herr Staatsminister Windermeier. Herr Präsident, verehrte Frau Kollegin Alex, der Landesstiftung Miteinander in Hessen wurde seitens der Firma Opel ab März 2015 ein gebrauchter Opel Zafira Tourer für 12 Monate auf der Grundlage eines Leihvertrages kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich wieder zurückgegeben. Nach Auskunft der Landesstiftung handelt es sich nicht um eine Sachzuwendung, da das Fahrzeug leihweise überlassen worden ist. Und diese Auffassung schließt sich die Landesregierung an. Langsam, ich muss eine Zusatzfrage, Frau Kollegin Alex. Nein, halten. Jetzt habe ich sie. Ja, zur Nutzung überlassen ist also nicht leihweise. Ich müsste also in einer Anfrage, das ist meine Frage, danach fragen, welche Dinge der Landesstiftung leihweise überlassen worden sind, um eine Antwort auf meine Frage zu diesem Fahrzeug zu bekommen. Herr Minister. Frau Kollegin Alex, eine Sache, die Sie leihweise bekommen, kriegen Sie natürlich auch zur Nutzung überlassen. Wenn ich Ihnen meine Kaffeemaschine ausleihe, werden Sie die Kaffeemaschine ja nicht nur irgendwo ins Regal stellen, sondern Sie nutzen sie ja auch. Ich will die Bewertung aber dennoch begründen. Eine Sachzuwendung im stiftungsrechtlichen Sinne liegt nur vor, wenn ein Wirtschaftsgut in das Vermögen der Stiftung übertragen worden ist, wobei Wirtschaftsgüter aller Art in Betracht kommen,
Dienstleistungen oder die Überlassung von Nutzungsmöglichkeiten, also das, was Sie eben gerade angesprochen haben, sind keine Zuwendungen im stiftungsrechtlichen Sinn. Eine Aufnahme in die Vermögensbilanz ist daher ebenfalls nicht erfolgt. Und aufgrund der Unentgeltlichkeit des Nutzungsrechts und unter Beachtung des Vorsichtsprinzips ist auch nicht ersichtlich, als welcher Posten und mit welcher Bewertung hier eine Aktivierung erfolgen könnte. Insofern verweise ich auf den frei abrufbaren und von unabhängigen Wirtschaftsprüfern entstellten Jahresabschlussbericht 2015 sowie das Angebot, das der geschäftsführende Vorstand der Stiftung für weitere Erläuterungen Ihnen sehr gerne zur Verfügung steht. Zusatzfrage, Abg. Greilich. Ja, Herr Minister, mir drängt sich die Frage auf, ob ich daraus schließen soll, dass die Landesregierung den steuerrechtlichen Leistungsbegriff und Zuwendungsbegriff anders definiert als den stiftungsrechtlichen. Sprich, dass ist die Landesregierung der Auffassung, dass eine Leistung im steuerrechtlichen Sinne nicht in einer entgeltfreien Nutzungsüberlassung liegt. Herr Minister. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Landesregierung weist noch einmal darauf hin, dass der Jahresabschluss ja von unabhängigen Wirtschaftsprüfern überprüft wird und auch von Steuerberatern erstellt ist. Die Landesregierung hat dazu zumindest, weil sie an der Erstellung nicht mitwirkt, auch dazu keine Meinung, sondern verlässt sich auf das, was die entsprechenden Fachleute, gerade auch im stiftungsrechtlichen Sinne, was etwas komplizierter ist als das andere Recht, was wir normalerweise im Steuerrecht haben, entsprechend Bezug nimmt. Ich rufe auf die Frage 705. Frau Alex hat noch mal eine Nachfrage. Entschuldigung. Eine haben Sie noch, jawohl. Dann hat Frau Alex das Wort für eine Zusatzfrage. Dankeschön. Kann denn die Landesregierung darüber Auskunft geben, wie das Fahrzeug benutzt wurde? Und kann die Landesregierung energisch der Behauptung entgegentreten, das Fahrzeug habe im Wesentlichen dazu gedient, um einen Mitarbeiter den Weg zur Arbeit bewältigen zu lassen? Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Alex, ich habe keine Veranlassung, Ihre Frage jetzt zu bewerten. Das können wir gerne dann im anderen Bereich tun. Sie haben gefragt, wie das Fahrzeug genutzt wurde. Das Fahrzeug wurde als Dienstfahrzeug der Stiftung genutzt. Insbesondere wurde es zum Transport, Werbemitteln und Schautafeln für Reisen zu Veranstaltungen der Stiftung, zum Beispiel Hessentag in Hofgeismar, Deutscher Stiftungstag in Karlsruhe oder Veranstaltungen wie Engagiert für Werte mit der Bethmann Bank in Frankfurt genutzt. Darüber hinaus wurde es für Fahrten im Rahmen des Kooperationsprojektes mit der Herbert-Quandt-Stiftung eingesetzt, so wie die Stiftung mir das mitgeteilt hat. Das Fahrzeug ist für Privatfahrten von Mitarbeitern, die Sie eben mit Ihrer Frage unterstellt und insinuiert haben, oder Gremienmitgliedern nach den Auskünften der Stiftung nicht genutzt worden. Insgesamt ist das Fahrzeug mit einem Kilometerstand von 13.608 Kilometern übernommen worden und mit ihm wurden ca. 5.800 Kilometer zurückgelegt. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zur Frage. Herr Warnecke auch. Ja, gut, eine habe ich noch übrig. Dann Herr Warnecke, bitte schön. Ich dachte, das sei selbst. Herzlichen Dank. Ich darf nachfragen, ob dann der Firma Opel, da Sie die steuerrechtlichen Aspekte angedeutet haben, ob der Firma Opel denn zumindest steuerrechtlich im wahrsten Sinne des Wortes einen Ausgleich zuteil werden kann, indem sie die entsprechenden Leistungen, die sie durch die leihweise Überlassung der Stiftung gewährt haben, zumindest ansatzweise kompensiert werden? Oder ist es bei dieser leihweisen Überlassung tatsächlich so, dass es dann anschließend keine steuerrechtlichen, normalerweise kriegt man eine Spendenbescheinigung oder so etwas, zuwächst? Also es ist tatsächlich sozusagen unentgeltlich und jedes Vorteiles, den man möglicherweise erringen kann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass Sie, wenn Sie solche direkten und intensiven Fragen haben, noch einmal das Angebot wahrnehmen, mit der Geschäftsführung auch dort ins Gespräch zu kommen und nicht hier Kilometerabrechnungen im Hessischen Landtag in dieser Tiefe zu diskutieren. Ich weise ausdrücklich darauf hin,
dass nach meiner Kenntnis, das muss ich jetzt sagen, weil ich kann nicht für jeden immer alles beantworten, dass nach meiner Kenntnis die Firma Opel keinerlei Zuwendungsbescheinigung oder sonst irgendwas bekommen hat. Vielleicht darf ich noch darauf hinweisen, dass der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Opel, der jedem bekannt ist, im Kuratorium ist. Er war übrigens auch bei der Übergabe des Fahrzeuges anwesend und er hat sozusagen mehr oder weniger das getan, was Sie immer nachfragen, dass man der Stiftung hilft. Mit den Fragen, die Sie hier stellen, helfen Sie nicht der Stiftung. Jetzt kommen wir zur Frage 765, Herr Abgeordneter Wiegel. Ich frage die Landesregierung, was verspricht sie sich von der Einführung der neuen Agrarsoftware Helena 2017 zur Antragstellung der gemeinsamen Anträge im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik? Frau Ministerin Hinz. Herr Abgeordneter Wiegel, die Abkürzung Helena steht für Hessische elektronische Antragstellung. Nicht, falls hier jemand mutmaßt, es ging um die altgriechische Göttin. Diese Software stellt eine Weiterentwicklung des bisher von etwa einem Drittel der hessischen Landwirtinnen und Landwirte verwendeten elektronischen Antragsprogramms für den gemeinsamen Antrag dar und ersetzt die Antragsunterlagen in Papierform. Mit der Helena-Software soll die Antragstellung für die Landwirtin oder den Landwirt einfacher. No. Halt. Ah, okay. Kann ich weitermachen? Mit der Helena-Software soll die Antragstellung einfacher und komfortabler werden. Gegenüber der Papierantragstellung enthält die elektronische Antragstellung eine ganze Reihe von Plausibilitätsprüfungen, sodass bereits während der Eingabe auf etwaige Unstimmigkeiten hingewiesen wird. Damit können diese schon vor der eigentlichen Abgabe des Antrags bereinigt werden. Die gezielte Benutzerführung stellt sicher, dass die Landwirtin oder der Landwirt nur die Angaben zu machen hat, die auf den Betrieb und die von ihr nachgefragten Förderungen zugeschnitten sind. Das Programm bietet darüber hinaus weitere Unterstützungen in Form von Schulungsvideos an, welche die Programmbedienung anschaulich erläutern. Mit dem eingebauten Greening-Rechner kann schnell bestimmt werden, ob genügend ökologische Vorrangflächen vorhanden sind. Neben den Landwirtinnen und Landwirten profitiert auch die Förderverwaltung von einer vereinfachten und reibungsloseren Bearbeitung der Anträge. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die vom landwirtschaftlichen Berufsstand gewünschten frühen Auszahlungstermine einhalten zu können. Da die Anfrage ja schon zum letzten Plenum auf der Tagesordnung stand, habe ich jetzt noch einmal aktuell nachgefragt, ob es Beschwerden gab bezüglich der Antragssoftware. Es gab zwei Treffen zu dem Thema und es gab zwei oder drei Probleme, wo der Datenstick verloren ging. Das kann dann mal passieren. Aber insgesamt wurden die Erfahrungen mit dem Programm von Seiten der Fachbereichsleiter Landwirtschaft als sehr positiv geschildert. Insofern, glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Noch was, Frau Helena? Dann komme ich zur Frage 700. Ja. Entscheidend ist, dass Helena die hessischen Bauern beglückt. Das reicht doch schon mal aus. So, dann 766, Herr Abg. Di Benedetto. Ich frage die Landesregierung, wann wird der Integrationsplan dem Hessischen Landtag zugeleitet? Herr Minister Güttler. Herr Abgeordneter, nach derzeitigem Sachstand wird das Kabinett einen entsprechenden Beschluss nach der Sommerpause fassen und der Bericht dann im zweiten Halbjahr 2017 zugeleitet. Kommen wir zur Frage 767, Herr Abg. Roth, der allerdings weitergegeben hat an Herrn Merz. Bitte schön.
frage die Landesregierung, wie ist der aktuelle Stand in Sachen Einführung der Gesundheitskarte für Geflüchtete in Hessen? Für Soziales, Herr Grüttner. Herren Abgeordnete, gute Besserung, Herr Kollege Roth. Bereits in der mündlichen Frage 609 habe ich über den damaligen aktuellen Sachstand zur Einführung einer Gesundheitskarte für Asylsuchende in Hessen berichtet. Der Sachverhalt stellt sich im Wesentlichen unverändert dar. Eine Umsetzungsmöglichkeit für Geflüchtete in Hessen wird derzeit nicht gesehen, denn die Haltung zur elektronischen Gesundheitskarte für Geflüchtete ist bei den kommunalen Spitzenverbänden unverändert negativ. Eine Einführung kann, anders als beispielsweise in Schleswig-Holstein, ohne Zustimmung der Kommune nicht erfolgen. Jedoch wurde bereits im März 2016 eine Vereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen über die Abrechnung bzw. Vergütung zahnärztlicher Behandlungsleistungen für Flüchtlinge abgeschlossen. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen sei man sich auch über die Vergütungen bei den ambulanten Behandlungen weitgehend einig. Die neue aktualisierte Vereinbarung soll dem Vernehmen nach in Bälde unterschrieben werden. Genauere Zeitabfolgeinformationen liegen uns jedoch dazu nicht vor. Die Frage 769 wurde zurückgezogen. Wir kommen dann zur Frage 771, Frau Abgeordnete Hartmann. Ich frage die Landesregierung, aus welchen Gründen wurde die dringend notwendige Sanierung des Streckenabschnitts der L3098 von Schmalbeerbach nach Bedenkirchen auf das Jahr 2019 verschoben? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Hartmann, die Landesregierung folgt seit Beginn der Legislaturperiode bei den Landesstraßen konsequent dem Grundsatz Sanierung vor Neubau. Wir haben daher 2016 eine siebenjährige Offensive zur Sanierung der hessischen Landesstraßen gestartet. Das Programm enthält 540 Maßnahmen und hat ein Gesamtvolumen von nahezu 400 Millionen Euro. Auch die von Ihnen genannte Sanierung gehört zu diesen 540 Maßnahmen. Bereits im ersten Jahr der Sanierungsoffensive, das war 2016, wurden 97 Maßnahmen begonnen. In 2017 werden weitere rund 90 Maßnahmen aus der Sanierungsoffensive begonnen. Die zeitliche Einplanung der Vorhaben der Sanierungsoffensive erfolgt mit der Aufstellung der jährlichen Landesstraßenbauprogramme. Maßgebliche Kriterien für die Berücksichtigung der einzelnen Vorhaben sind unter anderem Zusammenhänge und Verknüpfungen mit anderen Infrastrukturvorhaben und Anforderungen der Verkehrsführung im Streckennetz. Dadurch ergibt sich, dass die von Ihnen genannte Maßnahme von Hessen Mobil für 2019 eingeplant ist. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hartmann. Ist absehbar, bis wann die geplante Sanierung der genannten Strecke abgeschlossen sein wird? Ich bin jetzt nicht in den Tiefen jedes einzelnen Schlaglochs der L3098 von Schmalbeerbach nach Bedenkirchen drin. Aber wenn ich mir beispielsweise betrachte, dass von den 97 Maßnahmen, die im Jahr 2016 begonnen wurden, 59 in 2016 auch abgeschlossen wurden und 38 im Folgejahr weitergebaut wurden, gehe ich mal davon aus, dass je nachdem, wie der Zustand der Straße ist, das entweder in einem Jahr oder in zwei Jahren abgeschlossen sein wird. Ich rufe auf die Frage 772, Frau Kollegin Hartmann. Ich frage die Landesregierung, teilt sie die Auffassung, dass es auf den im Kreis Bergstraße liegenden Abschnitten der A67 und der A5 besonders häufig zu Unfällen und Staus kommt? Herr Verkehrsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, nach den mir vorliegenden Berechnungen, die die Anzahl der Unfälle, die Verkehrsmenge und die Länge eines Autobahnabschnitts einfließen, besteht tatsächlich im Kreisgebiet Bergstraße an der A67 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim eine sogenannte Unfallhäufungsstelle. In diesem Abschnitt wird die Anzahl der Fahrstreifen von 3 auf 2 reduziert, wodurch es in den Spitzenstunden mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu Rückstaus kommt, welche die überwiegend dort auftretenden Auffahrunfälle erklären.
Die jährliche Anzahl der Unfälle in dem 1 Kilometer langen Untersuchungsabschnitt lag in den vergangenen Jahren bei rund 30 Unfällen pro Jahr. Bei der Stauentwicklung weisen die A67 und die A5 im Kreis Bergstraße zum Großteil nur geringe Stauzeiten auf. Ausnahme bilden an der A5 die Abschnitte Bensheim-Zwingenberg und Hemsbach-Heppenheim und an der A67 der Abschnitt Lorsch-Gernsheim. Vielleicht ist eine der Erklärungen auch dafür, dass im Jahre 2016 genau im Abschnitt Lorsch-Gernsheim eine grundhafte Erneuerung durchgeführt worden ist. 4 Kilometer, hat 4 Monate gedauert. Eine Baustelle bedeutet in aller Regel eine zusätzliche Verkehrsbehinderung. Dieses wiederum führt dann oft zu Staus und dieses kann wiederum zu Auffahrunfällen führen. Und Zusatzfrage, Frau Kollegin Hartmann. Dass Statistiken und Prognosen, wie sich die Verkehrsbelastung auf diesen Autobahnen in den vergangenen Jahren entwickelt hat und in den nächsten Jahren entwickeln wird. Herr Minister Al-Wazir. Bei diesen beiden Autobahnen Engpässe. Das ist unter anderem der Grund, warum die A67 im letzten Jahr Gesundheit im Bundesverkehrswegeplan 2030 in den vordringlichen Bedarf aufgenommen worden ist. Das heißt, der 6-streifige Ausbau der A67 zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Mönchhof-Dreieck, das soll gemeinsam, das ist kein Zufall, mit dem ICE-Neubau, der ja auch nah an der Autobahn entlang geführt werden soll, gemacht werden. Und durch den Ausbau der A67 gehen wir davon aus, dass sich die Verkehrsdichte auf der A5 und in der Folge auch die Staustunden ebenfalls reduzieren wird. Das sind ja 2 parallel verlaufende Autobahnen. Was ist denn hier? Nach meinen Unterlagen haben Sie schon 2 Zusatzfragen. Nee, es war jemand anderes. Augenblick. Wir zählen. Haben wir 2? Nee, ich glaube es. Okay. Dann kommen Sie noch mal dran. Bitte drücken Sie das Knöpfchen. Nur einen. Drücken Sie mal das Knöpfchen, Frau Kollegin. Das ist so. Welche Planungen gibt es, um eine Entlastung dieser Strecke kurz- oder mittelfristig zu erzielen, da auch der vordringliche Bedarf erst in weiter Ferne eine Realisierung des Ausbaus ermöglichen würde? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber beispielsweise an der A5, muss ich aufpassen, dass ich da nicht die falschen Abschnitte nenne, ist auch über die Frage nachgedacht worden, ob dort eine weitere Seitenstreifenfreigabe möglich ist. Nach meiner Erinnerung beginnt die Seitenstreifenfreigabe momentan, ich glaube, bei Darmstadt-Eberstadt oder weiter im Süden, das weiß ich aber nicht ganz genau. Aber der Herr Stephan hat sich schon gemeldet, der weiß es. Wir sagen, an dieser Stelle ist eine Seitenstreifenfreigabe angedacht. Und auch die dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis das Bundesverkehrsministerium sie freigibt und sie dann auch umgesetzt worden ist. Aber sie ist auf jeden Fall in Planung. Die Zusatzfrage von Herrn Abgeordneten Stephan. Ich wollte bei der Landesregierung nachfragen, ob ihr auch die Stauinformationen über die Strecken der A5 vorliegen, die außerhalb des Kreises Bergstraße liegen, Richtung Darmstadt. Denn wenn wir nach Wiesbaden kommen wollen, müssen wir auch andere Streckenabschnitte der A5, die aus meiner Hinsicht sehr viel stauträchtiger sind, passieren. Herr Staatsminister Al-Wazir. Ja, Herr Abgeordneter, diese Daten liegen vor und es ist kein Zufall. Je näher Sie an den Kernbereich des Rhein-Main-Gebiets herankommen, umso schwieriger wird die Situation. Die A3 und die A5 sind sozusagen die beiden Sorgenkinder und die treffen sich ja bekanntermaßen am Frankfurter Kreuz. Es sind die beiden Autobahnen, wo Transitverkehr, der in Nord-Süd- und in Ost-West-Richtung läuft, und Berufsverkehr im Rhein-Main-Gebiet sich treffen. Und dementsprechend ist die Situation dort ganz besonders schwierig. Dann kommen wir zur Frage 773, Abgeordneter Greilich.
Ich frage die Landesregierung, arbeitet sie derzeit an einer Novellierung des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, HBKG, sowie des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, HSOG? Herr Innenminister Beuth. Ja, die Landesregierung arbeitet. Herr Abg. Greilich, eine Zusatzfrage? Ja. Okay. Es ist natürlich schön, wenn die Landesregierung arbeitet. Meine Frage geht dann dahin, wann werden wir mit dem Ergebnis dieser Arbeit im Parlament befasst werden? Herr Minister Beuth. Herr Abgeordneter, nachdem das Kabinett nach den Regeln sozusagen seine Entscheidung getroffen hat, ich gehe davon aus, dass wir noch mit erstem und zweitem Kabinettsdurchgang jeweils so ungefähr 3 Monate brauchen, und dann wird während dieses Artikelgesetz den Hessischen Landtag erreichen. Okay. Ich rufe auf die Frage 774 für Abg. Löber. Ich frage die Landesregierung, wie viele Mitarbeiter im Bereich der Landesregierung und der Landesbehörden nutzen derzeit das Dokumentenmanagementsystem HEDOC, welches für ca. 50.000 Arbeitsplätze eingeführt wurde. Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, mit Stand Ende März 2017 sind ca. 9.500 Arbeitsplätze in der Staatskanzlei, den Ministerien und nachgeordneten Behörden mit einem Zugang zu HEDOC versehen. Die Nutzung bezieht sich sowohl auf Büroarbeitsplätze wie auch auf Fachanwendungen, z.B. im Bereich der Justiz. Im Jahresverlauf planen vor allem nachgeordnete Behörden, weitere ca. 1.000 Arbeitsplätze mit HEDOC auszustatten. Bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems wie HEDOC handelt es sich vor allem um ein Organisationsprojekt, das darauf abzielt, die elektronische Aktenführung in der Hessischen Landesverwaltung in allen dafür geeigneten Arbeitsplätzen umzusetzen. Im Rahmen einer Potenzialanalyse wurde über alle Ressorts hinweg ein Potenzial von ca. 24.000 Arbeitsplätzen als Zielwert ermittelt. Diese Zahl ist genauer als die zu Beginn der Einführung im Jahr 2003 formulierten Zielnutzerzahlen, die anhand der vorhandenen ca. 50.000 PC-Arbeitsplätze geschätzt wurden. Hervorzuheben ist, dass Hessen mit der DMS-Einführung zum Startzeitpunkt im Jahre 2003, also vor 14 Jahren, in rechtlicher, organisatorischer und technischer Hinsicht völliges Neuland betreten hat. Diese Pionierarbeit hat hinsichtlich des Einführungstempos in der Breite zur Verzögerung geführt, die der Optimierung der Anwendung, aber auch dem Rechtsrahmen der Verwaltung zuzuschreiben ist. Daher wurde eine angebotsorientierte Einführungsstrategie gewählt, wo immer möglich und geboten war das Stichwort, die im Übrigen auch zu einer besseren Akzeptanz der Benutzer beigetragen hat. Zusatzfrage, Herr Kollege Holschuh. Nach Informationen, und vielleicht können Sie die bestätigen, das ist dann meine Frage, ist darüber nachgedacht, dass HEDOC bereits ersetzt werden soll in naher Zukunft? Und wenn ja, welche Zeitvorstellungen stehen dahinter? Herr Minister. Herr Abgeordneter, in der Tat, es ist vorgesehen, dass HEDOC abgelöst wird durch ein neues System. Im Moment laufen die Vorbereitungen für entsprechende Ausschreibungen und Ähnliches. Voraussichtlich soll das neue System ab dem Jahr 2018 zur Verfügung stehen und nach derzeitiger Planung in einer intensiven Rollout-Phase von 2019 bis Ende 2022 an insgesamt diesen 24.600 identifizierten Büroarbeitsplätzen installiert werden. Dann kommen wir zur Frage 775, Herr Abg. Yüksel. Ich frage die Landesregierung, in welche Höhe werden für herkunftssprachiger Unterricht in Verantwortung der Herkunftsländer für jeweils welche Herkunftssprachen Elternbeiträge oder Gebühren erhoben? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abg. Yüksel, das betrifft 4 Herkunftssprachen. Zunächst Albanisch, in Verantwortung der Republik Kosovo, vertreten durch das Konsulat in Frankfurt am Main, erteilt durch einen Trägerverein.
Dort werden monatliche Beiträge in Höhe von 10 Euro pro Schülerin bzw. Schüler erhoben. Nehmen mehrere Kinder einer Familie am herkunftssprachlichen Unterricht teil, sind die Beiträge insgesamt auf 20 Euro im Monat begrenzt. Für die Sprache Bosnisch in Verantwortung der Republik Bosnien und Herzegowina, vertreten durch das Generalkonsulat in Frankfurt am Main, erteilt durch einen Trägerverein. Dort werden monatliche Beiträge in Höhe von 10 Euro für das erste und 5 Euro für das zweite Kind erhoben. Das dritte Kind ist beitragsfrei, sodass einer Familie mit mehreren Kindern, also die Kinder, die jenseits des dritten liegen, sind natürlich auch beitragsfrei, Kosten in Höhe von maximal 15 Euro im Monat entstehen. Die Sprache Portugiesisch in Verantwortung der Portugiesischen Republik, vertreten durch die Botschaft in Berlin. Dort werden Gebühren erhoben von 100 Euro pro Schuljahr und Schülerin bzw. Schüler. Das schließt auch die Zurverfügungstellung eines entsprechenden Lehrbuchs ein. Außerdem praktiziert die portugiesische Botschaft noch eine Reihe von Sonderregelungen. So gelten für Familien mit mehr als einem schulpflichtigen Kind sowie bei Arbeitslosigkeit mit Beleg der örtlichen Agentur für Arbeit folgende ermäßigte Kursgebühren. Sind zwei Erziehungsberechtigte ohne Arbeit, dann beschränkt sich der Jahresbeitrag auf 20 Euro pro Schülerin bzw. Schüler. Ist eine Erziehungsberechtigte bzw. ein Erziehungsberechtigter ohne Arbeit, dann beträgt der Jahresbeitrag 60 Euro pro Schülerin bzw. Schüler. Bei Familien mit zwei eingeschriebenen Kindern reduziert sich der Jahresbeitrag auf 80 Euro pro Schülerin bzw. Schüler. Bei Familien mit drei oder mehr eingeschriebenen Kindern reduziert sich der Jahresbeitrag auf 75 Euro pro Schülerin bzw. Schüler. Und im Falle von alleinerziehenden Erziehungsberechtigten beträgt der Jahresbeitrag 80 Euro pro Schülerin bzw. Schüler. Dann gibt es noch die Sprache Spanisch in Verantwortung des Königreichs Spanien, vertreten durch die Botschaft in Berlin. Dort fallen Gebühren für Lernmaterialien, ein Arbeitsheft und andere Dinge an in Höhe von 22 Euro pro Schuljahr und Schülerin bzw. Schüler. Ich jetzt auf die Frage 776, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, wann wurde der Betrag von derzeit 46.000 Euro, den eine Schule durch die Umwandlung einer Stelle in Geld erhalten kann, letztmals erhöht? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lohr. Herr Abgeordneter Degen, dieser Betrag ist 2005 als pauschale Recheneinheit eingeführt und seither noch nicht verändert worden. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Kultusminister, gehen Sie davon aus, dass Schulen die Stellen in Geld umwandeln im Jahr 2017 dann die gleichen Leistungen für diese 46.000 Euro beziehen können wie 2005? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, dazu wäre natürlich zunächst zu sagen, dass damals auch durchaus großzügig aufgerundet wurde. Außerdem müssten wir jetzt natürlich die Inflationsrate über diese Jahre hinweg gegenrechnen. Aber ja, auch bei einer so geringen Inflation, wie wir es in den letzten Jahren hatten, tritt natürlich eine sukzessive Reduktion der Kaufkraft ein. Und deswegen habe ich Ihnen ja auch schon in der Fragerunde der letzten Plenarsitzung mit Blick auf die Zukunft zur Antwort gegeben, dass wir im Rahmen der Aufstellung des nächsten Haushalts prüfen werden, ob und um wie viel dieser Betrag erhöht werden kann. Frage 777, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wie groß ist mindestens näherungsweise das Volumen der Straßen in Kilometern, die mit dem 385-Millionen-Euro-Programm bis 2022 saniert werden sollen? Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, die Sanierungsoffensive umfasst insgesamt 540 Einzelbaumaßnahmen von unterschiedlichster Länge, an denen ganz unterschiedliche Probleme behoben werden müssen. Zum Beispiel werden Risse und Schlaglöcher beseitigt, Entwässerungseinrichtungen korrigiert oder Bauwerke wie Brücken oder Stützwände saniert. Ein sehr schlechter Zustand über wenige Meter kann bereits starke Auswirkungen auf den Verkehr haben. Die Länge der Projekte fließt daher nicht mit in die Bewertung zur Aufnahme in das Sanierungsprogramm mit ein. Kriterien zur Dringlichkeitsreihung
sind die Verkehrssicherheit, die Verkehrsbedeutung, die Verkehrsqualität, die Umfeldsituation und der Straßenzustand. Um Ihnen das vielleicht mal an einem fiktiven Beispiel deutlich zu machen, wenn Sie 10 Kilometer Straße in sehr schlechtem Zustand haben, dann können Sie die auch über Jahre weiter nutzen, wenn Sie sozusagen die Verkehrssicherheit aufrechterhalten. Wenn Sie 50 Meter Brücke haben, die aber dann vielleicht irgendwann gesperrt werden muss, dann haben Sie eine Auswirkung, die viel größer ist. Dementsprechend, wie gesagt, fließt die Länge nicht in die Bewertung zur Aufnahme des Sanierungsprogramms mit ein. Ich kann Ihnen aber mitteilen, dass wir ja vor ungefähr einem Monat die Ergebnisse des Straßenzustandsberichts veröffentlicht haben. Alle 4 Jahre untersucht Hessenmobil ja jeden der rund 7.000 Kilometer des Landesstraßennetzes und bewertet den Zustand. Diese Untersuchung hat 2016 erneut stattgefunden. Das ist sozusagen quasi die Eröffnungsbilanz der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022. Und Sie werden das wahrgenommen haben. Hessenmobil kommt zum Ergebnis, dass 21,2% des Landesstraßennetzes in einem sehr schlechten Zustand sind. Das ist eine leichte Verbesserung zu 2012. Aber es zeigt nochmals deutlich, warum am Grundsatz Sanierung vor Neubau und der Schwerpunktsetzung der Sanierungsoffensive kein Weg vorbeiführt. Natürlich ist klar, dass die Versäumnisse von Jahrzehnten nicht in einigen Jahren behoben sein werden. Und es ist auch klar, dass wir an bestimmten Punkten auch nachsteuern müssen. Wir haben ja einen Puffer, um andere Straßen, deren Zustand sich verschlechtert, auch aufnehmen zu können. Wir haben 5 Millionen zusätzlich noch einmal bereitgestellt wegen der langen Frostphasen des Winters 2017 und haben auch noch einmal zusätzliches Geld mobilisiert, mit dem wir 13 weitere Maßnahmen im Jahre 2017 aufnehmen können. Das heißt, Sie sehen, der Sanierungsanteil steigt jetzt über 80% und die Sanierungsoffensive läuft. Dann komme ich zur Frage 700. Zusatzfrage, Herr Warnecke. Okay, ist alles zu spät hier. Bitte. Jetzt funktioniert es. Lieber Herr Staatsminister Al-Wazir, ganz herzlich für Ihre Antwort. Sie wollen aber nicht ernsthaft behaupten, dass Sie auf der einen Seite in Ihrem Hause in der Lage sind, 21,2%, was bei 7.000 Kilometer Landesstraßen 1.484 Kilometer bedeutet, die in sehr schlechtem Zustand sind, zu analysieren, aber einem Abgeordneten nicht antworten können, wie viel von den 1.484 Kilometer mit diesem Sanierungsprogramm saniert werden. Das wollen Sie doch nicht ernsthaft behaupten. Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, ich warne nur davor, dass man sozusagen von Kilometern auf gut oder schlecht der Maßnahme schließt oder der Sanierungsoffensive schließt. Und ich weise darauf hin, dass es auch Maßnahmen gibt außerhalb der Sanierungsoffensive, die zusätzlich gemacht werden und da natürlich ebenfalls dazu beitragen, dass Straßen, die sehr schlecht sind, am Ende der Sanierung in einem guten Zustand sind. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Zahlen des Jahres 2016, dort wurden 97 Maßnahmen begonnen, die in der Sanierungsoffensive sind und 24, die nicht Teil der Sanierungsoffensive sind. Wir gehen davon aus, dass wenn man das alles zusammenrechnet, die Sanierungsoffensive, die Maßnahmen der Sanierungsoffensive und den Puffer, dass wir damit ungefähr die Hälfte der Straßen in sehr schlechtem Zustand sanieren können. Und das heißt natürlich, dass die Arbeit nicht aufhört. Und natürlich wird es auch so sein, dass Straßen, die in einem schlechten Zustand sind, im Laufe der Zeit schlechter werden und dann in einem sehr schlechten sind. Sagen wir, sind in einer, wenn Sie so wollen, Aufholjagd. Und am Ende, wenn die Straßen, die in einem sehr schlechten Zustand sind, dass das Ergebnis der Versäumnisse von Jahrzehnten ist, dann werden wir irgendwann in eine Situation kommen, wie bei den Bundesstraßen, wo wir jetzt schon ungefähr da sind, dass im Jahr ungefähr 5% der Straßen saniert werden. Und da können Sie sich ungefähr ausrechnen, dass man dann alle 20 Jahre mal an jede Straße rangeht. Und dann ist man in einem Zustand angelangt, in dem man eigentlich auch im Landesstraßennetz sein möchte. Versäumnisse der Vergangenheit aufholen. Frage, Herr Kollege Warnecke. Lieber Herr Al-Wazir, da Sie gesprochen haben von einer Aufholjagd, wie relativiert sich denn im wahrsten Sinne des Wortes das Tempo
mit Blick auf 2022, wenn Sie bis 2022, wie Sie selber ja sagen, davon ausgehen müssen, dass schlechte Straßen zu sehr schlechten Straßen werden, nicht alle schlechten Straßen saniert werden, auch wenn es dort die eine oder andere geben mag, ist das eine Aufholjagd, die dann ein Ziel hat, mehr Straßen im Jahre 2022 saniert zu haben, als schlechte zugewachsen sind, oder ist das ein Nullsummenspiel, da Sie von Aufholjagd gesprochen haben? Herr Minister Al-Wazir. Das ist der Sinn, Herr Warnecke. Sie haben es genau richtig angesprochen. Wenn ich mir den Straßenzustandsbericht 2012 anschaue und ihn vergleiche mit dem Straßenzustandsbericht 2016, dann sehen wir sowohl bei den sehr schlechten Straßen als auch bei den schlechten Straßen eine leichte Verbesserung. Wenn wir jetzt sehen, dass wir es bisher im Laufe dieser Legislaturperiode geschafft haben, vom Haushaltsjahr 2014 bis zum Haushaltsjahr 2017 den Sanierungsanteil inzwischen auf über 80% zu steigern, gehen wir natürlich davon aus, wenn man diesen Weg konsequent fortführt, dass am Ende die Anzahl der Straßen, die in einem sehr schlechten Zustand sind, sich deutlich reduziert und dass am Ende natürlich auch die Straßen, die in einem schlechten Zustand sind, weniger werden. Das ist das Ziel. Ich rufe auf die Frage 778, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, beabsichtigt sie, die Landesstraße 3173, die beispielhaft für einen schlechten Fahrbahnzustand, eine schmale Fahrbahn, wie auch im Verlauf für gefährliche, nicht einsehbare Kurven steht, bis 2022 komplett aus dem 385-Millionen-Euro-Programm zu sanieren? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Warnecke, ich habe Ihnen ja schon bei der vorangegangenen Frage und gefühlt in den letzten 10 Plenarrunden die Grundsätze der Sanierungsoffensive aus Sicht der Landesregierung dargestellt. Und nochmal objektive fachliche Kriterien. Im Zuge dieser Dringlichkeitsreihung wurden alle Streckenabschnitte der L3173, bei denen aus fachlicher Sicht ein Handlungsbedarf festgestellt wurde, in einem Verfahren betrachtet. Aus dieser Bewertung ergab sich, dass sowohl die Ortsdurchfahrt Hohenrode-Mansbach als auch der Abschnitt zwischen der Ortsdurchfahrt Hohenrode-Oberbreitzbach und Hohenrode-Ransbach bis 2022 grundhaft saniert werden. Die Aufnahme der weiteren Abschnitte war leider aufgrund der nachrangigen Dringlichkeitsbewertung nicht gerechtfertigt. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie haben ja meist noch den Hinweis gegeben, sollte sich der Fahrbahnzustand deutlich verschlechtern, dann könnte und so weiter. Den haben Sie jetzt vergessen, bewusst? Herr Minister. Also ich weiß zwar, dass manche Pädagogen der Auffassung sind, dass Wiederholung ein pädagogisches Prinzip ist, aber da Sie ja selbst schon merken, wenn ich was nicht sage, ich habe es natürlich mitgedacht. Sind Sie jetzt zufrieden? Dann rufe ich noch auf die Frage des Kollegen Greilich, die Herr Hahn übernimmt. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie viele hessische Schulen nutzen elektronische Anwesenheitskontrollsysteme, um die Anwesenheit und Fehlzeiten der Schülerinnen und Schüler zu dokumentieren? Herr Kultusminister, bitte. Herr Abgeordneter Hahn, für Herrn Abgeordneten Greilich. Dem Hessischen Kultusministerium liegen keine statistischen Informationen über den Einsatz von Anwesenheitskontrollsystemen für Schülerinnen und Schüler an Schulen vor. Das liegt daran, weil wir solche Systeme nicht betreiben. Eine Finanzierung solcher Systeme aus Mitteln des Einzelplans 04 ist ebenfalls nicht gegeben. Wenn einzelne Schulen solche möglicherweise nutzen, werden diese von den Schulträgern eingebaut und für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Zusatzfrage, Herr Dr. Hahn. Wie erklären Sie sich dann, Herr Kultusminister, dass eine von Ihnen unterzeichnete Antwort vom 6. Januar 2017 auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Greilich unter Frage 4, die Drucksachennummer ist 4288 aus 19, zu dem Ergebnis kommt, ich zitiere, zur Dokumentation aufgetretener Fehlzeiten verwenden Schulen in der Regel folgende Maßnahmen. Erstens Erfassung von Fehlzeiten in Klassenbüchern, Listen und mit Hilfe von Excel-Datei auf dem Bildungsserver. Zweiter Punkt, gegebenenfalls Nutzung elektronischer Anwesenheitskontrollsysteme. Herr Kultusminister.
Herr Abgeordneter, das steht, glaube ich, in völligem Einklang mit der Antwort, die ich Ihnen auch eben gegeben habe. Gegebenenfalls, statistisch wissen wir das nicht im Einzelnen, aber gegebenenfalls können auch solche Systeme zum Einsatz kommen. Aber es ist eben nur eine Möglichkeit unter vielen anderen. Und ich glaube, die allermeisten Schulen gehen da noch immer klassisch vor. Herr Dr. Hahn, noch eine Zusatzfrage. Trotz meiner Verwirrung über die Antwort will ich jetzt noch eine weitere Frage stellen. Wie funktionieren denn diese Geräte in der Praxis? Herr Kultusminister. Ich fürchte, Herr Abgeordneter, da das eben Systeme sind, die, wenn, dann die Schulträger einbauen und den Schulen zur Verfügung stellen, kann ich Ihnen dazu auch aus eigener Erfahrung nichts sagen. Wir müssten, um das herauszufinden, wirklich die Schulen einzeln abfragen, beziehungsweise die Schulträger einzeln abfragen. Das haben wir jetzt für diese mündliche Frage wegen des damit verbundenen Aufwandes nicht getan. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Beer. Herr Minister, mich würde vor, wie der Informationsfluss dann zum Kultusministerium ist, um solche Systeme einzubauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht wenigstens eine Anzeigepflicht gibt, wenn eine derartige Datenerfassung mit elektronischen Systemen in unseren Schulen stattfindet. Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Beer, ich muss noch einmal wiederholen, es ist die Verantwortung der Schulträger, wenn sie solche Systeme einbauen. Die Schulträger sind dann auch dafür verantwortlich, dass beispielsweise die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Und eine Anzeigepflicht im Kultusministerium gegenüber gibt es dafür nicht. Und eine Zusatzfrage von Herrn Abgeordneten Merz. Okay, alles klar. Machen wir noch eine. Das ist die 780, Herr Abgeordneter Gremmels. Herr Decker, Sie haben das Wort für Herrn Gremmels. Ich frage die Landesregierung, mit welcher Position ist die Hessische Landesregierung in die Bundesratsberatungen zur Verordnung zur Regelung des Betriebes von unbemannten Fluggeräten in Hinblick auf die befürchteten negativen Auswirkungen für die hessischen Modellflugvereine gegangen? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Decker, in Vertretung des Abgeordneten Gremmels, die Landesregierung hat sich frühzeitig nach Bekanntwerden des Entwurfs der sogenannten Drohnenverordnung in der Bundesratsbefassung mit den Auswirkungen auf die hessischen Modellflugvereine befasst und Lösungsansätze erarbeitet. Von den Modellflugvereinen wurde insbesondere die vorgesehene Höhenbegrenzung auf 100 Meter über Grund außerhalb von Modellfluggeländen kritisch gesehen. Da der Segelflugmodellsport insbesondere an Hängen ausgeführt wird, sei diese Maximalhöhe kaum einzuhalten. Ziel der Landesregierung war es, Modellfliegern weiterhin ohne unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand den Thermik- und Hangelsegelflug zu ermöglichen. Daher hat die Landesregierung im Bundesrat einem Änderungsantrag zugestimmt. Dieser sieht vor, dass Modellflieger mit entsprechenden Kenntnissen ihre Modellflugzeuge auch in einer Höhe von mehr als 100 Metern fliegen lassen dürfen. Der Nachweis über diese Kenntnisse kann über eine gültige Erlaubnis als Luftfahrzeugführer erbracht werden oder über einen Kenntnisnachweis ausgestellt von einem Luftsportverband oder von einem durch diesen beauftragten Verein. Der Bundesrat hat dieser Änderungsfassung zugestimmt. Das Bundeskabinett hat den Änderungen des Bundesrats inzwischen ebenfalls zugestimmt. Das war's, meine Damen und Herren. Ich schließe damit die mündliche Fragestunde für heute.